Moin, moin und herzlich willkommen zurück Magnus sah, was zu geschehen ist. Gothic 2. Doch er Ja, wir betrat haben das jetzt Land mittlerweile und er neun. erwählte den Menschen. Und Ja, wir haben er jetzt wieder einen brachte neuen Tag, wo ihn ich jetzt aufnehme. und der Mensch Ich habe alles war vergessen, was wir jetzt in den letzten Tagen gemacht hatten, also in den letzten Folgen. Weiß ich jetzt nichts. Raven Sklaven haben wir, der faule Bauer, der vertriebene Bauer, Ablösung für Watras, Dokumente, Snapperkrallen des Richters Lakai, Schattenläuferhörner für Basta, Diegos Gold, die Teleportstadt. Wir haben so viele Quests hier noch. Was ich gerne machen wollen würde, ist das hier endlich mal. Randolph hat den Verdacht, dass Ruka beim Wettsaufen betrügt. Randolph würde die Flasche Wacholder in Rukas Truhe am liebsten mit einer Flasche Wasser vertauschen. Lass mal das machen, nachdem wir gepennt haben. Wir müssen ja wieder pennen. So, genau. So, bis zum nächsten Morgen. Und dann würde ich mal mich ums Wettsaufen kümmern, dass wir das Aber zumindest mal mitten im erledigt Ort haben. spülten wurden Bäume und Tiere, und Adanos So. überkam eine tiefe Trauer. Bitte verzeiht mir das, wenn Es ich kam irgendwas letzte Mal vorgehabt hatte. Ich hatte das jetzt wirklich ein paar Tage her, Er sollte kommen. wo ich das letzte Mal aufgenommen hatte. Und es war Und ich habe knirschend keine kalt. Ahnung, was ich da beim letzten Mal gemacht Was hatte, war worauf, los? worauf ich jetzt genau hinaus wollte und so weiter. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass wir stärker werden müssen. Das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass wir es endlich mal geschafft hatten, die Suchenden zu besiegen. Zumindest einige von denen. Nicht alle. Aber einige. So, jetzt wollen wir aber erstmal hier hoch und uns um das Wettsaufen kümmern. Und mit Ruka reden. Ich weiß nicht, wie viele Erfahrungspunkte das geben wird, wenn wir den einfach antreten lassen. Gold müssten wir, glaube ich, genug haben. 9816. Ja, wir sind jetzt neureich, also wird wohl nicht das Problem sein. Aber wir gehen erstmal hier hoch. Ich würde eigentlich auch gerne schon in Richtung nächstes Kapitel gehen, sagen wir mal so. Können wir da auch noch mal einige Gegner hier bekämpfen, besiegen, ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Wald aussieht. Gegen die Orks kommen wir ja noch nicht an. Und wir müssen ja das Auge Innos noch irgendwie zurückholen, damit wir überhaupt weiterkommen, was die Kapitel angeht. Aber jetzt erst einmal, warte mal, wir haben einen Lernpunkt. So. Ich habe jemanden, der gegen dich antreten will. Ich habe jemanden, der gegen dich antreten will. Wer soll es sein? Randolph. Randolph, der Aufschneider? Na gut, warum nicht? Schick den Knilch zu mir und der Deal steht. Spätestens 2 Tage später kannst du ihn wieder abholen. Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück. Und er steht dann wieder. Wie hoch ist dein Einsatz? 10, 20, 50. Komm, wir machen 100. 100. Das höre ich gerne. Okay. Ich Nehmen wir nehme mal. deinen Einsatz an mich. Und verwahre ihn so lange, bis der Da kann Wettkampf man sich vorbei nicht ist, drauf klar? verlassen. Alles klar. Das wundert mich nicht. Sonst irgendwas anderes Aber klar, passiert? sonst irgendwas sich, dass das Interessantes alles passiert? ist. Nicht, dass ich wüsste. Das Mir ist erzählt okay. ja keiner mehr was. Hier ist mein Hier hast du Einsatz. meinen Einsatz. Alles Ah, geil. klar. Lass dir nicht zu viel Zeit, Randolph hierher zu bringen, hörst du? Warum juckt die Verzeih Nase? mir nicht, ich kenne sowas. So, dann holen wir ihn mal ran. Den guten Rand. Nein, wir müssen da rum. Wir gehen oben rum, über die Brücke. Aber dann haben wir zumindest wieder ein paar Erfahrungspunkte jetzt gesammelt.
So, und dann... Ja, keine Ahnung, also ich würde auch später, in den nächsten Folgen, mal nochmal in den Wald gehen und gucken, ob ich da vielleicht doch noch irgendwas erledigen kann. Gegen die Orks kommen wir ja noch nicht an, wir sind da noch nicht stark genug. Die Waffe ist auch noch zu schwach, wir sind zu schwach und wir sind nicht gut genug gerüstet. Da würde ich schon vielleicht auf eine stärkere Drachenjägerrüstung hinarbeiten wollen. So. Wo haben wir Randolph? Wie viel Geld brauchst du für den Wettkampf? Wie viel Geld brauchst du für den Wettkampf? 10 Goldmünzen. Hier. Ich gebe dir das Geld für den Wettkampf gegen Ruka. Wirklich? Besten Dank. Ich werde es dir bald zurückzahlen. Wenn ich gewinne, lege ich sogar noch was drauf. Wir sehen uns. Okay, geht er jetzt darüber? Ich geh schon mal dahin. Kommt er? Warte mal. Er ist auf dem Weg, aber auf einem entspannten Weg. Ich gehe mal darüber. Vielleicht spawnt er dann da irgendwie. Ich glaube, den Kampf werden wir nicht gewinnen, weil wir das Wasser nicht ausgetauscht haben. Also das Wacholder gegen das Wasser. Aber immerhin bekommen wir ja dafür Erfahrungspunkte. Und das Geld ist mir jetzt auch in dem Sinne egal. Wir haben jetzt fast 10.000. So. Hier, die eine Tür möchte ich eigentlich gerne aufhaben. Warum geht das nicht? Wir müssen immer hier hinten rum. Da hast du mir ja was Schönes eingebrockt. Jetzt kann ich wieder den Aufpasser für Ruka spielen. Warum? Solange er da drin seine Wetten abhält, sollte besser kein Außenstehender davon erfahren. Ist nicht gut fürs Geschäft, verstehst du? Okay. So. Wie sieht's aus? Randolph und Ruka? Das war doch schon vorher klar. Keine Ahnung, wie viel sind die? Das wundert mich. Wie viel sind die jetzt am Saufen? Ich habe so etwas keine Zeit. Wie lange dauert das jetzt mit denen? Das war doch schon vorher klar. Irgendwann muss das ja so kommen. Ich find's super, wie die hier einfach schon am Saufen sind. Man kippt da um. Bauer, Bauer, Bauer. Hey, du. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Wie läuft deine Pinte? Hoffentlich verziehen sich diese schwarzen Magier bald wieder. Sonst kann ich die Taverne dicht machen. Es kommt sich ja fast keiner mehr her. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, einige habe ich davon gekillt. So. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Ist doch wahr. Wie lange muss ich jetzt warten? Ich hätte das anders gemacht. Das wird sich nie ändern. Ich geh mal vielleicht hier pennen. Wenn ich die Tür mal aufkriege, so. Zu weit weg, wieder mal. Okay, so. Wenn ich jetzt bis zum nächsten Morgen penne. Wie sieht's mit den beiden aus? Steht hier was Neues? Die Wette läuft, das sollte ich weiter beobachten. Wie lange soll ich denn... Wie soll... Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Wie lange muss ich das beobachten? Geht da jetzt erstmal nicht einfach so ran? Gibt es hier eigentlich noch irgendwie was anderes? Noch eine Tür oder sowas? Hier nicht, nee. Nur diese Tür hier. Da lässt sich nichts machen. Warum? Ich habe was anderes gehört.
Warte, der hatte gesagt, gab 2 Tage. Vielleicht muss ich jetzt nochmal schlafen. Aber seine Entscheidung. Da kannst du eh nichts dran ändern. So, ich gehe nochmal pennen, einfach mal. Um zu gucken, wie das jetzt mit den beiden aussieht. Also die beiden sind jetzt 2 Tage durchgehend am Laufen, okay. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Na, da bist du ja endlich. Ich hab schon auf dich gewartet. Was ist passiert? Das Wettsaufen ist endlich vorbei. Ah, okay. Wer hat gewonnen? Kruger hat Randolph wieder mal abgefüllt. War ja zu erwarten. So, also ich hoffe, dass das letzte Mal war. Ich will so ein Theater nicht mehr in meinem Haus haben, merkt ihr das? Jo, kein Problem, okay. Randall? Warte mal. Ich könnte mir so Kopfschmerzen? Kopfschmerzen? Ich glaube, den dicken Schädel werde ich nie wieder loswerden. Ich trinke keinen Tropfen mehr, das schwöre ich. Und glaub dein Gehirn ist weg, das alles ist. Es tut mir leid. Ach, kein Problem, deswegen. Viruka? Immer wieder das Gleiche. Ich will mein Geld zurück? Ich will mein Geld zurück. Spielschulden sind Ehrenschulden, Kumpel. Das da hat er recht. Du dir vorher überlegen sollen. Da hat er recht, auf jeden Fall. Glaubst du wirklich daran? Jetzt zumindest von ihm jetzt auch noch ein paar Erfahrungspunkte erwartet, gehofft. So was in der Richtung. So. Gehen wir mal hier runter. Warte mal. Jo, das Ding ist weg. Okay. So, was ist mit den Wassermagiern hier? Vatra schickt mich mit einem Schreiben zu Saturas. Ich soll mit den anderen Wassermagiern durch das Portal gehen und der Spur des ehemaligen Erzbarons Raven folgen. Das können wir aber irgendwie aktuell ja nicht machen, glaube ich, war das, weil da irgendwas fehlt. So, ich würde das gerne mit der Diebesgilde hier, mit Bilgots Flucht, müssten wir auch noch machen. Aber was fürs Bogen, das würde ich auch gerne irgendwie schaffen. Ich weiß nur nicht wie. Dokumente. Dokumente wäre eine Idee. Oder hier der vertriebene Bauer können wir machen. Wir können mal versuchen, hier die paar Suchenden, die dort noch sind, mal zu vertreiben, die in der Hütte sind. So. Das waren ja 3 Stück in der einen Hütte. Hier von Seekop. Die mal schauen, dass ich die dann mal vielleicht loswerden könnte. Bevor ich das mache, ich speichere nochmal, bevor ich da reingehe. So. Yo. Nein. Okay, hier hatte ich gespeichert. Warte mal, wir sind ja... Ah, okay. Kann ich vielleicht einen von denen rauslocken? Jo, ja, der kommt immer näher. So geht's auch. Ja! Den haben wir. Alles mitnehmen, was der hat. Und nochmal speichern, weil wir den jetzt erledigt haben, den ersten von den 3. So, dann würde ich vielleicht...
Oh, ich würde die gerne schon nutzen wollen. Ich benutze die hier jetzt mal. Warte mal, was bringt mir die Fischsuppe? Okay, bringt mir nur so Leben. So, dann gönnen wir uns auch nochmal den Käse. Gebratenes Fleisch, Rostfleisch lassen wir mal. So, nochmal speichern. Und den nächsten, der ist ja direkt hier vorne irgendwo. So. Jo, das könnte schwieriger werden mit dem. Okay, das war schwieriger mit dem. Laden wir noch einmal. So. Oh, der ist doch schwerer. Also, der ist an sich stärker. Jo! Den haben wir geschafft. Schnell noch mal raus. Ich speichere noch einmal. Oder können wir gleich wirklich für Sekob die Dings hier erledigen? Wir haben schon wieder so viele Mana-Extrakte, die wir nicht brauchen. So, und dann noch mal hier von 2. Und noch mal speichern. Guck mal, von welcher Seite wir den dann jetzt am besten erledigen können. Den letzten, den dritten da. Das waren 4. Okay, wenn das 4 waren, dann braucht man eine andere Strategie. Wenn da gleich 2 waren und... Hier waren ja auch 2. Also, von wo kommt der? Ich versuche ihn mal rauszulocken. Zumindest einen von denen. So, der eine ist schon mal draußen. Wie sieht's mit dem anderen da aus? So, der soll bitte ein bisschen hinterherkommen, ja? Wir werden dich kriegen. So. Der soll ein bisschen weg von der Tür. Was ist das denn jetzt für ein... Ich speichere hier noch einmal. Der ist draußen. Keine Ahnung, was das für ein Zauber war. Ob das stark ist. Nein. Das war jetzt keine gute Idee. Aber das. Komm, triff den doch. Ja. Okay, das haben wir überstanden. So, noch einmal speichern. Und dann den letzten. So.
Warte mal, nochmal den. Ich brauche mehr solcher Tränke. So, und den hier dann. Müssen wir jetzt nur noch einmal speichern und... Okay, wie machen wir das mit denen? Weil der da hinten feststeckt. Ui! Wo ist er? Vielleicht noch einmal ganz kurz irgendwie was futtern, was damit wir geheilt sind. Oder zumindest vollständiges Leben haben. Keine Ahnung, was Snapperkraut macht. So, der soll... Ja, da ist er schon. So, komm, geh kaputt. Ja. Alle geschafft. Okay, nice. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, alle weg. Alle draufgegangen von denen. Hier ist ja noch einer. Da ist nichts zu holen. Ach so. Apropos, wir können jetzt mal das ganze Fleisch braten, was wir haben. Dann haben wir zumindest Sekops Haus mal hier von den Suchenden befreit, von den schwarzen Magiern. Was brät er denn? Sind wir überhaupt noch am Braten? Okay. Gebraten hatten wir irgendwas. Vielleicht noch einmal speichern? Ich gehe jetzt einmal kurz hier gucken, ob hier noch irgendwas ist oder irgendjemand. Anscheinend nicht. Okay. So, Sekop. So, ich habe deine Hütte befreit. Dein Haus ist leer. Die schwarzen Männer sind weg. Das hast du gut gemacht. Ona kann sich glücklich schätzen, solche Leute an seiner Seite zu haben. Nicht so schnell, mein Freundchen. Nicht so schnell, mein Freundchen. Du hast doch was von einer Belohnung gefaselt. Oder soll ich mich da verhört haben? Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und dich bitten, mich zu verschonen. Gib schon her, ich hab's eilig. Hier. Und nochmal 52 Gold bekommen. Okay. Nice. So, Bronco mussten wir auch noch einmal kurz verprügeln, glaube ich. Wo ist ein Bronco? Da. Der sieht aus wie Bronco. Wenn ich mich richtig erinnere. Bronco. Na? Immer noch große Fresse? Du bist ein Söldner, nicht wahr? Hätte ich mir fast denken können. Nicht schlagen, bitte. Ich gehe auch wieder arbeiten, okay? Kann ich jetzt mit Till reden? Kriege ich jetzt dafür nochmal Erfahrungspunkte, weil der faule Bauer... Müsste jetzt eigentlich erledigt sein. Da reden wir nochmal mit Till. So, da ist er. Till. Bronco arbeitet wieder. Bronco arbeitet wieder. Tatsächlich? Das ist ja prima. Ja. Und ich will jetzt meine Kohle. Na gut. Geschäft ist Geschäft, was?
Jo, die 20 Gold, die haben mir jetzt den Arsch gerettet. Das kann man sagen. So, sonst haben wir jetzt hier Dokumente, würde ich als nächstes machen wollen. Aber ich gehe jetzt erstmal wieder hoch zu den Söldnern. Leg mich da einmal pennen. Ich quatsch nochmal die Leute da an. Vielleicht haben die da noch Quests oder so. Ich weiß nicht und ich will auch nicht wissen, wie viele Quests ich jetzt eigentlich verpasst habe, weil ich irgendwie irgendwas falsch gemacht habe oder nicht genug Leuten ausgefragt habe oder sowas. Ich habe irgendwie Angst davor, das zu erfahren. Aber ich glaube, da sind auf jeden Fall genug Quests verloren gegangen. Und auch somit Erfahrungspunkte. Und wie läuft's? Hier kommen selten Leute vorbei, aber bisher hat noch jeder bei mir seinen Wegzoll gezahlt. So. Nee, wir sind nicht gemein zu ihm. So, Raoul. Hat der vielleicht irgendwie was? Wie sieht's aus? Wenn an den Geschichten über die Drachen was dran ist, sollte man sich mit ein paar Leuten zusammentun und die Biester platt machen. Okay. Er kann mich auch in zwei Händen unterrichten, okay. Wie sieht's mit Raoul aus? Sonst alles im Griff? Willst du dich jetzt bei mir anbiedern oder was soll das werden? Hau ab! Ich hab noch nicht vergessen, was du mit mir gemacht hast. Ja, okay. Wie sieht's hier denn mit den beiden aus? Bulko und, wie ist der nochmal? Silvio. Obwohl, lieber nicht jetzt. Was mit Jarvis? Hat er was? Irgendwelche Neuigkeiten? Du bist jetzt einer von uns. Das ist gut. Okay. Thekla, die hat doch bestimmt wieder Eintopf, oder? Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich hab nichts mehr. Komm später nochmal wieder. Mann, ich will Eintopf. Was muss ich machen, um noch mehr von dem Eintopf zu bekommen? Was ist mit ihm? Mit da? Hast du noch etwas anderes außer rauchen? Hast du noch was anderes außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Okay. Also, der ist auch Bombe einfach. So. Cypher, hat er doch... Hat er noch was? Ne, der kann nur verkaufen, okay. Torlauf, der muss doch was haben. Hast du was zu tun für mich? Hast du diese schwarzen Kapuzentypen hier vorbeischleichen sehen? Mir sind die Typen nicht ganz geheuer, sage ich dir. Als ich damals noch zur See gefahren bin, habe ich ja schon einige seltsame Dinge gesehen. Aber diese Kerle machen mir Angst. Sie sind in Richtung des Banditenlagers in den Bergen am südlichen Ende des Tales gezogen. Das Beste wird sein, du gehst einmal nach dem Rechten sehen und legst die Kerle um. Okay, ich will meine Fähigkeiten noch verbessern. Er kann mir Stärke noch beibringen und so. Ich habe aber nicht genug Punkte. Okay, wir haben Torlofs Angst vom schwarzen Mann. Beim Banditenlager in den Bergen im Süden des Tals sollen sich einige dieser schwarzen Kapuzentypen aufhalten. Torlof bekommt bei ihrer Anwesenheit Sodbrennen. Ich soll die Sache für ihn erledigen. Okay, ne, das wollte ich nicht. Ich wollte hier hin. Beim Banditenlager im Süden. Ich glaube, ich weiß, wo er meint, wo die sein sollen. Aber erstmal gehe ich pennen. So. Ich wäre mir da nicht so sicher. Vielleicht hat. Haben die hier auch noch was Neues? Söldner, Gorn. Hey. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Was willst du jetzt machen? Was willst du jetzt machen? Noch mehr. Ich denke, ich werde mir erstmal den Bauch vollschlagen. Das sagst du schon seit Wochen. Mal sehen. Vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen. Sonst stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. Okay, also von ihm gibt es nichts Neues. Dann würde ich sagen. Warte mal. Khaled, hat der noch was Neues?
Welche Waffe hast du anzubieten? Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh dir doch einfach an. Ich finde es immer noch komisch, dass er sich wie Dings hier anhört, wie Diego. Man darf halt nicht alles glauben. Warte mal. Berserker-Axt, großes Bastardschwert. Die hätte ich gerne. Die Armbrust auf jeden Fall. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Hat sich das jemals ändert? Erzbrocken hatte. Den gönnen wir uns. Keilerfell. Gürtel der Abwehr. Okay. Warte, wir hätten ihm die Sachen noch verbrochen. Egal, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.